Tzatziki und schwarze Oliven. Dip Tzatziki ist ein griechisches Gericht aus Joghurt, Minze und Gurke. Besonders gut schmeckt es zu warmem Pita-Brot. Nährwertangaben: Kalorien 381, Zucker 8 Gramm, Eiweiß 11 Gramm, Fett 15 Gramm, Kohlehydrate 52 Gramm, gesättigte Fettsäuren 2 Gramm, 1,5 Gurke 225 Gramm, dicker Naturjoghurt 1 Esslöffel, gehackte Minze, Salz und Pfeffer 4 Pita-Brote. Dip 2: Zerdrückte Knoblauchzehen 125 Gramm, halbierte, entsteinte schwarze Oliven 4 Esslöffel, Olivenöl 2 Esslöffel, Zitronensaft 1 Esslöffel, gehackte Petersilie, Salz und Pfeffer zum Garnieren, Minzezwege, Petersilienzwege. Dip die Gurke erst mit Salz bestreuen, damit ihr etwas Feuchtigkeit entzogen wird. Wenn es schnell gehen soll, können Sie diesen Schritt jedoch auslassen. Wer dies lieber mag, kann auch grüne Oliven statt schwarzer Oliven verwenden. Für den Tzatziki die Gurke schälen und grob hacken, mit Salz bestreuen und 15 bis 20 Minuten stehen lassen. Mit kaltem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen. Gurke, Joghurt und Minze vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und in eine Servierschüssel geben. Abgedeckt 20 bis 30 Minuten kühl stellen. Für den Olivendip den zerdrückten Zweig Knoblauch und die Oliven mit Mixer oder Küchenmaschine 15 bis 20 Sekunden lang zerkleinern. Alternativ können Sie sie auch sehr fein hacken. Olivenöl, Zitronensaft und Petersilie dazugeben und alles zusammen noch ein paar Sekunden lang mit Mixer oder Küchenmaschine zerkleinern. Ansonsten mit dem zerdrückten Knoblauch und den Oliven vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Pita in Alufolie einwickeln und 2 bis 3 Minuten zum Erwärmen auf einen Grill legen. Einmal wenden. Sie können das Brot auch im Ofen oder unter dem Grill aufwärmen. Brot in Stücke schneiden und mit Tzatziki und Olivendip servieren. Als Garnitur eignen sich frische Minze und Petersilienzweige.